Das bringt auf jeden Fall erstmal nichts. Okay, fangen wir an. Fangen wir doch einfach mal an und weiterspielen die Anstalt. Also, willkommen zurück zu Oxygen Not Included und der Anstalt. Wir warten jetzt gemeinsam heute Abend auf den Release. Es leckt, ja. Ich habe eben das ausgestellt wieder. Es sollte gleich vorbei sein. Das lag daran, dass ich eben die Aufnahme mit gestartet habe. So. Willkommen in unserer Kolonie und es gab einiges Interessantes zu sehen und wir werden zwischen 18 und 19 Uhr soll das rauskommen. Oh, das ist gut, denn das ist jetzt, irgendwo jetzt gleich. Genau, ihr seid auf jeden Fall pünktlich. Battlefield 5 hat nicht so richtig funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Von daher werden wir das einfach verlagern. Was ich gesehen habe, ist natürlich jetzt als nächstes Projekt hier oben. Wo hatten wir es? Hier. Im letzten Livestream, das war am Dienstag vor 2 Tagen, hatten wir diesen leckeren Goldvulkan hier freigelegt. Im Übrigen gibt es hier auch diesen Kaltdampfschlot, der uns im Grunde eine unerschöpfliche Wasserquelle gibt. Das heißt, wir werden hier auch reingehen und das irgendwie freilegen. Da müssen wir mal gucken, wie wir hier durchkommen. Am besten hier, diese Seite irgendwo. Und dann heißt es eben, das ganze Ding weiter aufbauen. Wir hatten ein Problem mit dem Immunsystem, weil natürlich Ragnar, muss ich gerade mal gucken bei den Vitalwerten, ist angeschlagen. Und der muss jetzt auf jeden Fall in die Krankenstation. Und wo haben wir die hier? Ragnar. Ja, wir haben so weit gegraben, dass wir eben Schleimlungen und so weiter bekommen haben. Und das ist natürlich groß ärgerlich, das auf jeden Fall. Wasser, ja. Das ist der nächste große Punkt eigentlich, den wir angehen müssen. Das Wasser, jetzt muss ich nochmal gucken. Wer drauf geht? Bane. Was hat denn Bane eigentlich? Ist angeschlagen. Also nehmen wir mal Bane hier mit drauf. So, dann gucken wir mal. Jan Hess. Nichts weiter. Also das sind die beiden, die hier wirklich ein Problem haben. Und ich würde sagen, ich guck mal hier, wie das aussieht. Ja, hier ist das Problem, dass die natürlich hier durchlaufen, aber so wahnsinnig viel ist sie gar nicht. Ich denke mal, die infizieren sich hier irgendwo. Kaum Keime, aber trotzdem angeschlagen. Und deswegen mache ich mal auf 9. Ragnar soll hier auf jeden Fall rauf. Maximilian. Das kann ich gerne machen, den Aufbau der Kolonie nochmal kurz zusammenfassen. Ich will bloß mal schauen. Wiesel, guten Abend. Update draußen. Ich kann es jetzt ehrlich gesagt noch nicht sagen. Es soll angeblich irgendwann demnächst jetzt, also zwischen 6 und 7, rauskommen. Bane hat sich verbrüht. Das ist nicht so angenehm. Und wieso ist die Bewässerung jetzt hier eigentlich gestoppt? 0 Kilo Flüssigkeit. Ah! Ich würde sagen, wir haben ein großes Problem an Wasser. Und ich muss das dringend hier ablösen und das ein bisschen tiefer bauen. Die Handpumpe hier habe ich ja gar nicht gesehen. Eieiei. Kein Wasser mehr. Das bringt es natürlich ein bisschen in Bredouille auch. Vor allen Dingen, das hier unten ist weg und wir brauchen dringend das Wasser. Ich müsste die Keime hier abkochen irgendwie. Das könnte man wirklich machen, indem man das hier unten rauflaufen lässt. Hier unten ist es schön heiß. 100 Grad. Am besten Magmatit irgendwo. Hier ist Magmatit, das ist schön heiß. Dann entwickelt sich Wasserdampf.
Zieht den Wasserdampf raus und lässt das wieder abkühlen. Das geht eigentlich. Wiesel, das kannst du gerne. Ich nehme dich mit auf die Liste rauf. Ich mache jetzt hier erstmal das Ding. So, ein tiefer setzen. Wiesel nehme ich dann mal kurz mit auf die Liste rauf. Sehr gerne. Kotfresse, guten Abend, willkommen, noch gar nichts. Und Kotkraft, da gucke ich mal rauf, du wolltest ja Mechatroniker werden. Wie wir das machen können. Tja, du bist erstmal Architekt und da haben wir, den zweiten. Das ist hier Schweißbrot. Den können wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Und die Frage ist jetzt, Kotkraft, du bist hier so gut angelernt, ob das überhaupt sinnvoll ist, hier Mechatroniker zu werden. Müsstest du ja erstmal Kurier werden oder Ingenieur. Könnte aber gehen. Machen wir dich mal zu einem allgemeinen Ingenieur. Mal gucken. 119 Grad Money brauche ich. Genau 119 Grad. Bei verschmutztem Wasser. Rechts war ein Wasserspeicher. Ja, hier sind einige Wasserspeicher, aber alles verschmutztes Wasser. Und das Ding ist natürlich irgendwann auch warm. Kann ich aber gerne auch hier durchlaufen lassen, beziehungsweise abkühlen. Könnte man hier durchlaufen lassen jetzt. Dieses Wasser, da muss ich mal gucken. Ich könnte das Wasser von dort oben auf jeden Fall komplett isolieren und dann hier reinlaufen lassen. Das hat hier 22 Grad. Also der Goldgeysir ist natürlich ein Glückstreffer, das auf jeden Fall. Hier oben haben wir gleich ein Eisbiom. Und was haben wir hier? Ein Erdgasgeysir. Der wird uns weiterhelfen für die Stromversorgung. Und ich baue hier oben natürlich sofort weiter das Wasser aus. Und dann werden wir das doch machen, dass ich hier eine Leiter hinbaue. Die Duplikanten laufen einfach jetzt mal hier durch ins Eisbiom. Und werden sich den Weg so ein bisschen freischießen. Und dann werde ich mir für die Wasserversorgung auf jeden Fall erstmal Gedanken machen. Hier ist ein Eisbiom, das geht komplett hier rüber. Das ist eigentlich richtig gut. Denn wir brauchen das ganze Wasser hier und das ist natürlich auch heiß. Kochend heiß hier. Also, fangen wir doch mal an. Kurze Zusammenfassung, was ist eigentlich unsere Kolonie hier? Wir haben hier den Mittelpunkt, werden ein bisschen weiter nach rechts ausbauen. Man sieht jetzt hier, ich habe natürlich die Nahrungsversorgung hier groß mit aufgebaut. Das sind hier die Mehlläuse, beziehungsweise Mehlhölzer, die dann rauskommen. Hier oben die zweite Reihe und hier sind diese Dornblüten, die jetzt aber keine Bewässerung haben, weil hier eben kein Wasser ist. Hier haben wir jetzt aber wieder 1800 Kilogramm zur Verfügung und das wird noch nicht bewässert. Und da muss ich auch ein bisschen gucken. Die warten eben auf das Wasser hier. Kommen die überhaupt hier ran? Ja, eigentlich schon. Die müssten jetzt hier rankommen. Denn ich muss das alles bewässern. So, also das ist diese Nahrungsversorgung. Wir sind bei 80.000 Kalorien, das geht. Fangen wir doch mal weiter hier unten an. Hier unten sind zwei Grabsteine, die bitte nicht beachten. Hier unten ist natürlich das CO2, was sich sammelt, bis zu einem gewissen Grad. Das wird eben hier dann durch den Luftreiniger so ein bisschen abgeführt und wir können die Rationsboxen hier unten stehen lassen, denn solange die Nahrung in CO2 ist, ist sie absolut steril. Absolut steril. Hier ist eben unser Gewächshaus, das einen kleinen Bonus gibt. Toilette haben wir hier. Hier sind die Messeräume bzw. Schlafräume. Eine Messe ist hier oben. Ja, hier sind die Nahrung. Das ist schon das Ende dieser Seite, dieser Kolonie. Das haben wir natürlich hier isoliert, damit die Hitze so ein bisschen draußen bleibt. Alles hier mit Abyssalit sozusagen. Abgerundet. Und gehen wir doch mal in die Mitte gucken. Hier, das ganze Ding ist unser Sauerstoffraum.
Wir produzieren hier mit zwei Elektrolysern den Sauerstoff. Der Sauerstoff steigt automatisch nach oben, wird von unten nach oben durch die Keuchwürze hier und auch hier gesaugt. Und das heißt, hier oben sind dann zwei Pumpen. Zwei Pumpen können genau eine Gasleitung füllen. Wir haben hier ein zweifaches Filtersystem drin. Das erste ist, dass Sauerstoff sofort in die Kolonie mit rauskommt. Wird hier einfach zweigeteilt, sonst ist es ein bisschen zu wenig einfach. Und kühlt auch gleichzeitig die Kolonie. Man sieht das hier. Hier kommt eben das relativ kühle der Sauerstoff raus. Der relativ kühle Sauerstoff hier oben ist natürlich warm, klar, aber isoliert. Hält sich hier also in Grenzen. Gekühlt durch diese beiden Blumentöpfe hier noch. Tja, der überflüssige Wasserstoff wird hier nochmal gefiltert, falls hier was anderes reinkommen sollte. Und unterstützt ein bisschen unsere Energie. So. Gold und Eisen haben wir. Das heißt, ich nehme das erstmal raus. Ja, und dann haben wir hier unsere Forschungsstation. Hier haben wir die Steinzermaler, die Massagebänke. Wir haben auch hier unsere Krankenstation und die Massageklinik hier. Und wir können hier noch ein bisschen weiterbauen. Eventuell nochmal eine Messehalle. Und mehrere Betten auf diese Seite noch verlegen. Und es ist natürlich wichtig, dass wir uns jetzt ausdehnen hier weit und uns nach Wasser Ausschau halten. Ich werde mal eins machen. Ich werde mal eine Pumpe aus Eisenerz, Gold, Amalgam habe ich ja gar nicht mehr. Da muss ich noch ein bisschen graben. Ist natürlich hier auch drin. Ich brauche das Gold Amalgam. Brauchen wir noch sowas Nettes? Das ist Wolframit, was auch sehr cool ist, weil es einen unglaublich hohen Wärmeleitfähiggrad hat. Das heißt, das können wir quasi als so eine Art Tauschplatte nehmen. Es ist so, the true Linky. keine Ahnung. Unten ist Sauerstoff unter dem Wassertank. Wo denn? Hier ist verschmutzter Sauerstoff. Ja, das stimmt. Kriegen die jetzt hier mal langsam wieder eine Bewässerung? Warum wird da nichts gemacht? Das verstehe ich noch nicht ganz. Wir haben noch hier einen Landwirt. Wer ist denn das? Landwirt. Ah, als Beruf jetzt mal nach oben machen. Bedienen. Was ist das? Ist auch bewässern? Bewässern. Oder könnte das hier sein? Reinigung? Keine Ahnung. Bei der Wasserstoffpumpe eine intelligente Batterie anzubauen? Ja, auf jeden Fall. Aber nicht bei diesem System, sondern eher bei diesem System hier unten. Weil ich habe ja im letzten Video, beziehungsweise im letzten Livestream vor 2 Tagen, die gesamte Energieversorgung hier unten reingebaut in das Eisbiom. Mit 3 Stromtransformatoren, die dann bei Bedarf jeweils den Strom umwandeln können, runterwandeln können und mit in die Kolonie geben können. Das sind diese 3. 2 davon sind angeschlossen, beziehungsweise einer ist angeschlossen. Entschuldigung. Und natürlich muss ich gucken auf die Vitalwerte. Was ist denn da los? Ragnar. Schleimlunge noch 2,3 Zyklen. Und Ragnar muss unbedingt mit aufs Bett hier. Wieso sind die eigentlich nicht drin? Bane ist da. Und wo ist Ragnar? Eieiei. Unbedingt ganz wichtig. Und Jan Hess auch gleich mit drauf. Neun Duplikanten und die Kolonie wird langsam zu groß dafür. Da könnte auch mal einer mehr rein. Ich muss aber hier noch ein bisschen weiterbauen. Kupfer brauche ich. Kupfererz haben wir. So, machen wir nochmal Kupfer. Und die Leute rennen natürlich, die Duplikanten rennen hier oben hin. Hier sind natürlich viele Lungen. Und guckt mal hier. Schleimlunge. Es kommt eben dadurch, durch diese ganzen Sachen hier, die in Berührung sind. Das ist schon doll. Da muss ich ein bisschen aufpassen.
Oder ich muss da eine Tür reinbauen, die mit gewissen Rechten versehen ist. So, ich mache aber erstmal hier eine Blaupause rein. Ja gut, ich brauche aber hier Goldamalgam. Das ist natürlich doof. Goldamalgam rausziehen, das ist hier komplett drin. Man müsste hier irgendwie Chlor reinpumpen. Sonst wird es mit der Krankheit nichts, dass das irgendwie besser wird. Das wird eher schlechter. Der Bane ist schon ganz schön im Eimer hier. Und der hat eine Schleimlunge. Ah, nee. 1,9 Zyklen noch verbleibende Zeit, dann geht's automatisch wieder weg. So, Goldamalgam ist eben da, okay. Das wird jetzt auch abgebaut, wenn es wieder... Tag wird, und zwar jetzt. So, hier oben geht das schon weiter. Jetzt muss ich mal gucken. Der Super Thermo-Annullierer, der ist natürlich wahnsinnig gut hier, das Ding. Da könnte ich das durchlaufen lassen und ich könnte hier einen neuen Raum bauen, der das kühlt. Das Wasser, den Wasserstoff. Und ich würde sagen, wir graben uns mal hier durch und genau hier rein. Genau da rein, denn wir haben was vor. Wir brauchen das Ding, damit wir da rein den Wasserstoff pumpen können. Der kommt dann eisgekühlt zurück, minus 38 Grad oder so. Dann machen wir einen Kühlungsraum, den wir hier auch gleich mit ausheben werden. Den würde ich hier oben sogar noch mit hinbauen eventuell, das könnte ich machen. Beziehungsweise hierhin, das wäre gut hierhin zu bauen. Ein Kühlungsraum, das werden wir auch tun. Ja, das ist ganz gut, dass wir eine thermisch reaktive Tür hier mit einbauen. Machen wir das einfach mal. So, dann werden wir das Ding hier mit Abyssalit komplett zukleistern. Das Ding sieht hier nicht schlecht aus. So, hier wird alles abgegraben. So, machen wir das auf jeden Fall. Lassen wir das erstmal abbauen ein bisschen. Das wird dann eben unser Kühlraum, in dem wir Gase kühlen können. Das werden wir aber so machen, dass wir das erstmal hier reinleiten und wieder rausleiten. Mal gucken, ob es funktioniert. Wasser haben wir dann auf jeden Fall. Das brauchen wir auch dringend. Guckt mal hier, wir haben hier noch 1,3 Tonnen. Und das geht natürlich ordentlich runter auch. Und wer liegt denn hier noch drin? Bane liegt noch drin mit Schleimlunge. Das Ding dauert noch 1,2 Zyklen. Dauert also eine ganze Weile und ich muss da wirklich aufpassen. Ragnar muss hier mit drauf. Und Schweißbrot. Auf jeden Fall. Auch mit drauf. So, hier wird fleißig gebaut. Ist alles gut. Sandstein, das wollen wir natürlich nicht. So, Sandstein wollen wir hier natürlich auch nicht. Muss natürlich erstmal weitergebaut werden mit Abyssalit. Komplett isolieren. So, und ich brauche für diese Sachen auch... Oh, hier kommt wieder was raus. Gold. Ja, hier liegt schon was. Gold. Das wird dann einfach... Das kühlt dann nämlich auch ab. Gucken wir mal einfach mal hin. Lassen wir uns mal... Hier kommt das Gold raus. Sieht wenig aus. Da steht das jetzt. Gold. Und das wird dann eben auch zu Gold. Das ist ziemlich cool. Eine Tonne oder irgendwas liegt hier schon rum. Das ist schon wirklich nicht schlecht. So. Die Leiter brauchen wir, damit wir weiterarbeiten können. Hier genauso.
Und ich frage mich, warum wird das hier nicht bewässert? Wer liefert denn hier irgendwas? Graben, Versorgung, Lager, leeren Enden, aufräumen, Baulieferung. Machen wir mal alles auf normale Prio, die können das aber alle. Ich mach mal einen höher, das kann doch nicht sein, dass hier das nur der Landwirtschaft liegt. Ich versuche mal, ob hier irgendeiner reinkommt überhaupt. Das ist ja ein bisschen kurios. So, die Prio machen wir jetzt auch mal gleich auf 8. Obwohl wir Essen im Moment genug haben. Ja, die Prio von den Pflanzkästen, die habe ich jetzt mal höher geschraubt. Und gucken wir doch einfach mal, wie es damit weitergeht. Derweil gucken wir natürlich gespannt nach hier oben. Ja. So, hier muss ich aufpassen, dass sie nicht ersticken. Das machen die ja ganz gerne. Können sich jetzt aber wieder freigraben hier endlich. Jana, hi. Grüße dich zurück. Schön, dass du wieder da bist. Und auch jetzt dein Lieblingsspiel sozusagen, Oxygen Not Included. Und wir warten immer noch, wenn einer von euch weiß, wann das Update rauskommt oder rausgekommen ist, dann bitte mal eine kurze Info. Denn wir wollen ja hier weitermachen. Auf die andere Tür. Jetzt wird hier auch gegossen. Ich verstehe das auch nicht. Deswegen habe ich die Tür hier. Ach so, das geht hier gar nicht. Stimmt. Ah, die können nicht auf diese Tür. Die müssen ein Fundament haben. Das ist natürlich klar. Dann machen wir das Ding hier zu. Das ist ja Quatsch. Das stimmt. Das lassen wir so offen. Absolut richtig. Die können nicht auf diese Tür raufgehen. Diese Tür funktioniert witzigerweise aber als gutes Automatisierungskabel sozusagen. Für die Keuchwurzel, denn die hören auf zu kühlen, sobald so eine Tür offen ist. Ja stimmt, jetzt wird auch wieder hier, oh, und Kohle, 7,3 Tonnen, aber hier ist ein bisschen wenig Kohle. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir Transport schon bauen können. Tatsächlich können wir das schon bauen. Berufe. Ja, hier wird alles zu viel verlangt. Also Money 90, ich freue mich auch eigentlich fast auf die Wasser- und Gastanks, obwohl der Wassertank noch viel, viel wichtiger ist, weil dann können wir endlich Wasser aufbewahren. Was sehr, sehr wichtig ist. So, und das Ding ist gleich mit verbunden. Und dann werde ich das hier oben auch irgendwo abtrennen. Wenn das verbunden ist hier. Ja, und die Aufgaben müssen hier echt abgearbeitet werden. Das ist schon ziemlich krass. Ich glaube, ich muss einen neuen einstellen. Den, was brauchen wir denn? Was haben wir denn für Berufe noch nicht? Ein Viehzüchter, klar. Tom 100. Ich glaube, du könntest jetzt Viehzüchter werden. 12, okay. Machen wir das einfach mal, auch wenn der Stress hoch ist. Platzwart, Reinigung könnten wir gebrauchen. Wer ist denn dafür gut? Ein Allrounder brauchen wir jetzt. Reinigung. Aber fängt an zu schlafen, kann nicht kochen. Basteln plus 3, okay. Reinigung. Ja. Bewegungsgeschwindigkeit auch. Ich würde sagen, Jean können wir nehmen. Und Jean wird umbenannt in Jana. Herzlichen Glückwunsch, du warst ja die, die mit reinkommt. Als nächstes, als Belohnung sozusagen für den letzten Stream und deine großzügige Spende. Also Jana, willkommen in der Kolonie.